Wir sind wieder in den Galerieräumen von Café Crème und ich muss unsere heutige Erzählungseinheit mit, wie gewohnt, einer Korrektur beginnen. Gestern habe ich dieses Bild gezeigt und behauptet, dass auf diesem Bild aus der Schweiz, also Lenk im Simmental, die Skischule zu sehen ist und hier ich als Schüler der Skischule. Das ist nicht korrekt. Hier handelt es sich um meine Schwester Maria. Es gibt parallel dazu ein Bild, auf dem ich zu sehen bin und das ist eben hier. Hier. Nur damit die apokryphen Geschichten bei aller, bei allen Abweichungen von ganz strenger Wahrheit doch möglichst nah an derselben bleiben. Damit möchte ich aber den kurzen Ausflug in die Schweiz schon wieder beenden. Heute werden wir uns mit dem Elsass, beziehungsweise, ich weiß gar nicht genau, ob es im Elsass war. Jedenfalls Frankreich ist unser heutiges Thema und das müssen wir natürlich erstmal mit einem ordentlichen französischen Rotwein feiern. Das Haus, in dem ich aufgewachsen bin, mein Elternhaus, war immer ein offenes Haus und es gab da immer viele Leute aus dem Ausland, die bei uns zu Gast waren. Eine der frühen Personen, an die ich mich erinnern kann, war die Betty. Ich weiß nicht, wie sie mit Nachnamen hieß, Betty. Sie war ein Au-pair-Mädel aus Frankreich, aus den Vogesen und hat eine gute, schöne Zeit bei uns in der Familie verbracht und als Dankeschön uns eingeladen, ihre Eltern, die dort einen kleinen Bauernhof hatten in den Vogesen, zu besuchen. Sie war mittlerweile da schon wieder längere Zeit zu Hause und meine Eltern haben irgendwie kurze Ferien, ich glaube es waren Pfingstferien oder so von der Jahreszeit, müsste sowas gewesen sein, benutzt, um die Betty in Frankreich aufzusuchen. Es gab ja zu dieser Zeit noch keine Navis und wer die ländlichen Vogesen kennt, weiß, dass man sich da mit Landkarten ganz schön schwer tun kann. Uns ging es jedenfalls so. Also wir haben uns unglaublich verfahren und wir kamen an, ich glaube es war mitten, also für uns als Kinder gefühlt mitten in der Nacht, vielleicht war es 10 oder so, eine ganz lange Fahrt hinter uns und wir waren unglaublich hungrig. Wir hatten den ganzen Tag nichts gegessen und haben gedacht, hoffentlich kriegen wir da jetzt was Gescheites zu essen. Wir kamen im Haus von Bettys Eltern an und Bettys Mutter war eine, ja, so wie man sich halt so eine französische Bäuerin vorstellt aus den Vogesen, eine stämmige, ganz herzliche Frau, die uns in wunderschöne Zimmer geführt hat, wo die Betten gerichtet waren für uns Kinder und für die Eltern. Und dann zu unserer großen Erleichterung hat es geheißen, wir sollten uns dann unten einfinden, weil es gäbe Essen und würde schon lange auf uns warten. Gut, wir sind also runtergekommen und es gab eine ganz, ganz vorzügliche Gemüse, so eine dicke Gemüsesuppe und wir haben richtig reingehauen. Also wir haben den ersten Teller runtergeschlungen und dann noch einen Nachschlag verlangt
Und die Mutter von der Betty, die war super glücklich, dass wir so einen Appetit hatten und hat uns bestimmt ein, vielleicht auch zwei Nachschläge, also gerne verabreicht. Und dann waren wir satt und hätten eigentlich ins Bett gehen können. Aber ja, dann hat sich herausgestellt, dass die Suppe nur die Vorspeise war. Es gab dann den ersten Gang und ja, da sind wir schon ein bisschen erschrocken, als dann ja, so Fleisch und Braten aufgetischt wurde mit Gemüse und Kartoffeln. Und dann gab es den zweiten Gang und dann gab es noch einen ganz üppigen Nachtisch und dann noch Käse und Obst. Und wir hatten wirklich Probleme, dass wir nicht geplatzt sind, war ein Wunder. Wir haben es geschafft und haben dieses Mahl, diese französische Gastfreundschaft genossen. Aber wir haben wirklich gekämpft und wer mich kennt, weiß, ich kann essen und einiges. Aber an dem Tag bin ich an meine Grenzen gestoßen. Am nächsten Tag gab es ein französisches Frühstück, das war jetzt dann wie üblich nicht so üppig, aber dann haben wir eine andere unvergessliche Geschichte erlebt. Es gab nämlich Camembert, wie das in Frankreich so üblich ist, in so runden Spanschachteln. Und in den Spanschachteln waren so rausnehmbare runde Deckel. Und auf diesen Deckeln waren sehr lustige Figuren, mit denen wir überhaupt nichts anfangen konnten. Wir haben die mitgenommen und uns nichts weiter dabei gedacht haben. Man hat gedacht, das sind irgendwelche französischen, ja, so eine Art Donald Duck-Figuren. Nach einem halben Jahr oder so kam mein Vater irgendwann und hat von der Bahnhofsbücherei ein Heft mitgebracht. Und dann haben wir entdeckt, dass es sich dabei um unsere erste Begegnung mit Asterix und Obelix gehandelt hat. Das waren nämlich die Figuren, die auf diesen Spanschachteln abgebildet waren. Und wir waren dann natürlich die Kings, weil wir, als diese Hefte in Deutschland rauskamen, schon diese Deckel von den französischen Camembert-Spanschachteln hatten. Wir haben sie natürlich nicht getauscht. Ich weiß nicht, ob sie noch irgendwo im Besitz der Familie sind, aber jedenfalls die Asterix-Hefte, die haben wir komplett. Ja, ansonsten gab es bei den Eltern von Betty natürlich einen wunderbaren Bauernhof mit kleinen Kaninchen und Meerschweinchen und wir haben, für uns Kinder war es einfach ein Paradies, da gab es einen tollen großen Garten. Wir haben gelernt, wie in Frankreich Schnecken zubereitet werden, dass man die also richtig quält vorher, die müssen irgendwie in Salz gesetzt werden, damit die nicht so komisch schmecken, dass die möglichst von innen auch sauber sind. Schnecken ausnehmen ist ja vielleicht nicht so jedermanns Sache. Aber jedenfalls war das für uns eine faszinierende Geschichte. Wir haben dann auch Pilze gesucht. Es gab noch nicht viel Pilze, aber für mich absolut erinnerlich sind so ein Pilz, der ein Geruch hatte wie Stinkmorschel, ungefähr, aber ganz anders ausgesehen hat. Es war so wie ein Seestern, knallrot und ja, so sternförmig, auf dem Boden flach, also tatsächlich wie ein Seestern mitten im Wald, dunkelrot und ganz penetrant riechend. So was habe ich in Deutschland nie gesehen und auch sonst nie mehr. Ich habe sie in Büchern irgendwann mal gefunden. Aber da haben wir die also entdeckt und es war für uns super exotisch. Ja, gibt nicht so wahnsinnig viel mehr sonst zu erzählen, außer als wir uns verabschiedet haben. Da hat uns die Mutter von der Betty
eine, ja, in einem Schuhkarton zwei Meerschweinchen geschenkt. Und die mussten jetzt irgendwie über die Grenze geschmuggelt werden. Es gab ja damals noch keine offenen Grenzen. Grenzen waren ja noch ein richtiges Abenteuer. Und für uns als Kinder war das extrem aufregend, diese Meerschweinchen im Auto da über die Grenze zu schmuggeln. Wir haben es geschafft. Die haben auch eine Zeit lang dann bei uns zu Hause überlebt. Aber das größte Abenteuer war eigentlich mit der Heimfahrt schon erledigt. Die Meerschweinchen selber, ich weiß nicht, ob die dann bei uns zu Hause irgendwie den Katzen zum Opfer gefallen sind. Vielleicht haben sie auch einen ganz würdigen Meerschweinchentod erleben dürfen. Jedenfalls waren das meine frühesten Frankreich-Erinnerungen. Später haben wir dann einen weiteren Kontakt gehabt. Und zwar gab es in Frankreich in den 70er Jahren wohl eine Regelung, wenn ein junger Mann sich entschlossen hat, in Deutschland zu arbeiten, ein Jahr oder so, oder eineinhalb Jahre, dann musste der nicht zum Militär. Und da gab es einen jungen Franzosen, der Noël, der hat gesagt, das wäre was für ihn, und er war Bäcker. Der hat dann einen Antrag gestellt bei der Deutschen Bäckerinnung, dass er irgendwo einen Platz findet in Deutschland, und mein Vater war in der Innung ja, aktiv und hat es eben mitbekommen und hat den Noël eingeladen. Ich kann mich noch sehr genau erinnern, dass der Noël irgendwann angerufen hat, oder er kam sogar bei uns in der Sandgasse in den Laden und hat gesagt, ja, sein Auto steht unten, das war am Freihofsplatz, und er findet den Weg nicht in die Badegasse. Ich bin dann zudem ins Auto gestiegen, habe ihm den Weg gezeigt. Das muss gewesen sein im Februar 79. Ich konnte ein paar Brocken Französisch, aber nicht sehr viel, und der Noël konnte fast kein Deutsch. Er war dann bei uns als Bäcker, hat er gearbeitet, hat eine Bude gehabt irgendwo in den hinteren Räumen, wo früher die Lehrlinge bei uns geschlafen haben, und war so ein bisschen Teil der Familie, weil er sonst keinen Anschluss hatte in Aschaffenburg, er kannte ja niemanden. Ja, das war die Zeit, in der ich meine heutige Frau Uli kennengelernt habe oder näher kennengelernt habe. Wir hatten uns im September, habe ich die Schule gewechselt, bin von dem Dessauer Gymnasium ans Kronberg gewechselt, und da habe ich die Uli kennengelernt, und ja, wir haben uns da eben gerade zu der Zeit so enger angefreundet, und wir hatten einen Ausflug geplant. Das war der erste Ausflug, den die Uli mit unserer Familie gemacht hat, und zwar haben wir eine Künstlerkolonie in Düdelsheim besucht, wo der Bernhard Vogler mit verschiedenen anderen Künstlern, mit den Ehepaar Karl und Ursula Scheidt und mit der Beate Kuhn verschiedene Künstlerwerkstätten auf einem Hof gemeinsam betrieben haben, und die wollten wir besuchen, und die Uli und der Noël sind mitgefahren. Noël, für ihn war das auch der erste Ausflug mit unserer Familie, und wenn man so als junger Mann aus der ländlichen Bretagne da mit dem Chef unterwegs ist, dann zieht man sich ordentlich an. Der hat also einen Anzug angehabt und Krawatte und hat ziemlich steif, weil er kaum Deutsch konnte, bei uns im VW-Bus gesessen. Die Uli hat neben ihm gesessen, war auch ein bisschen verschüchtert bei ihrem ersten Ausflug mit unserer Familie und hat sich gewundert, was das für ein steifer Bock ist, der da neben ihr sitzt, und für einen Schnösel. Ja, irgendwann hat sie dann kapiert, dass der eigentlich gar nicht steif ist und auch nicht schnöselig, sondern einfach kein Deutsch kann und aus Frankreich kam. Wir haben bis heute eine ganz
herzliche und innige Freundschaft zum Noel, aber die erste Begegnung, die musste erstmal verdaut werden. Das haben wir mittlerweile mit französischem Rotwein und anderen französischen Spezialitäten ganz gut hingekriegt. Das war's dann für heute.